Guten Morgen, liebe Leute. Boah, ich bin so fertig, ey, irgendwie. Ging so lange gestern noch. Ich hab mal keinen Bock mehr drüber zu reden, ehrlich gesagt. Aber der Computer funktioniert schon wieder nicht. Also nicht der Computer, der Computer an und für sich ist in Ordnung, aber irgendetwas ist mit der Festplatte. Irgendetwas ist mit Windows, mit. Irgendwas stimmt da nicht. Ist nicht was, ich habe keine Ahnung wie. Also habe ich gestern mit dem kleinen Computer geschnitten in Etappen. Sprich, jedes einzelne Video, was ich aufgenommen habe, jede Sequenz, habe ich einzeln hochgeladen ins Programm, bearbeitet, danach abgespeichert, dann erst die nächste, bearbeitet, danach abgespeichert. Naja, und das, also geschnitten und abgespeichert. Und das 30 Mal oder 30 Abschnitte. Dann geht's, dann stürzt das Programm nicht ab im kleinen Computer. Aber der große Computer, es funktioniert nicht. Ich bis zu, was weiß ich, eine Maus geschnitten und dann auch hochgeladen, also gerendert und hochgeladen. Rendern hat nochmal eine Stunde gedauert. Was für ein Stress. Und ich weiß nicht, warum diese Festplatte nicht funktioniert. Diese beiden Festplatten. Diese Windows auf diesen Festplatten. Ich habe keine Ahnung. Wolfgang News. Alter, noch nicht weiter, die Hupe hupt, alles funktioniert, das ist ein Schlüssel, die Hupe hupt, ja, die Hupe hupt, ja. Das ist ja auch kein Hit, das ist eine Hupe hupt. Heute abgeschliffen, da abgeschliffen und da wieder gemacht. Was macht der denn? Ach, ist wirklich keine Ahnung. Da hat ihm nur so dann abgerissen, da hat ihm da was gefehlt. Gedacht, ja, das waren halt zwei, drei, hat gedacht, du, jetzt legen wir mal etwa eine Stunde hin, bei der Wärme da. Hat richtig gut getan. Kinostar nimmt Nachhilfe im Fesselsex-Prozess. Ist ja furchtbar. Wow, Robert Redford geht in Rente. Naja, mit 81 kann man das mal machen. Das ist heutzutage alles nicht mehr. Stars und Sternchen. Oder das wird ausgeschlachtet ohne Ende. Ihr habt es bestimmt damals auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Damals war die Boulevardpresse vielleicht nicht so informiert wie heutzutage. Der Jugend ein Vorbild. Das sind unsere Stars heutzutage wahrlich nicht mehr. Und die Stars heutzutage, das ist ja auch gar nicht mehr so Funk und TV oder sowas, ja. YouTube und Co. macht die Stars. Das ersetzt ja quasi Funk und TV. Also ist es wieder Funk und TV. Ich bin wahrscheinlich so ein Y-Promi. Gerade auf YouTube. So was, was denn wenn Promi Dschungelcamp oder Promi-Dinner mitmacht? Ja, das müsste man auseinanderbauen und vernünftig wieder einbauen. Okay. Weißt du, weil der Schlauch steckt unterm Reifen und drückt den halt raus. Okay. Ich hoffe mal, dass der Reifen noch okay ist. Der Schlauch noch okay ist und der Reifen auch. Das weiß man ja nicht, ob der Reifen jetzt beschädigt ist. Kann ich ihn hier verlassen? Musst du hier lassen. Ja. Gucken wir uns den ersten Auftrag mal an, oder? Gucken wir uns den Schlauch mal, den Reifen mal an. Weil irgendwo gerissen ist hier am Rand, aber ist er nicht. Hat er nichts, hat er ja nichts. Kommt er wieder rein. Wenn das hier krank werde, ist ja klar, aber da drin raus, das was ich meine, es ist wie die Klimaanlage an, aus, an, aus. Aufpumpen, fertig. Schwer wie Hund. Schwer wie Hund. Ich werde hier gerade bombardiert mit Aufträgen.
Technobike, Schrott, ist wirklich Schrott, ja. Scheinbar sind wir als erstes auf bei dem Technobike. Bremse hinter Rad neu. Bremse vorder einstellen. Bremsbelag ist montiert. Reifen ist montiert. Fertig. Next. Nächster Auftrag, Bremse. Das war wieder so ein ganz schöner Akt mit der Bremse. Das war heute wieder so weit. Das könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen, wenn man das nicht hört, aber wenn jemand hier rinkommt und sagt, nur ein bisschen reparieren, geht das nicht auch nur ein bisschen zu reparieren? Die Bremse nur ein bisschen reparieren. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht die Bremse nur ein bisschen reparieren. Ich werde jetzt erstmal nur Schloss entfernen. Das mache ich jetzt so, das kostet nichts. Alles demontiert. Man kann sich das ja schon nicht leisten. Das ist halt schwierig. Hier ist alles im Arsch zum Beispiel. Ne? Die Bremse vorne funktioniert ja nicht. Du kannst sie ziehen, kannst trotzdem drehen. Ja? Die muss man einstellen. Okay, das ist machbar. Aber hier, die Klapper, warum kann man denn das nicht? Das stört doch auch. Das kann man doch selber auch mal festschrauben. So was. Ich kann das halt auch nicht so richtig nachvollziehen, dass das einfach alles so vernachlässigt wird. Und am Ende wird es ja auch die Kosten von den Fahrradmechanikern sozusagen oder Fahrradmechanikern allgemein wird es ja ausgetragen. Ja, ist immer so teuer und alles. Ja, na, wenn die Räder so schlimm aussehen, wird es halt auch teuer dann irgendwann. Kann man da festschrauben, tut da nicht weh. Jetzt stellt man rein hier, tut auch nicht weh. Zum Thema ein bisschen reparieren. Naja, also der Bremshebel ist gebrochen, der muss gemacht werden, der muss repariert, ausgetauscht werden. Der Bremszug muss ausgetauscht werden, der zieht gar nicht mehr, der ist total rostig innen drin. Und die Bremsbeläge sind runter, die müssen halt auch ausgetauscht werden. Und ein bisschen reparieren, mit dieser Anforderung kommen die Leute her und meinen, reicht es nicht nur, wenn man denn hier den Bremshebel tauscht, wo ich ja letztes Mal schon gesagt habe, das reicht nicht. Ich habe gesagt, deine Bremse ist vorne, in der Mitte und hinten kaputt. Also muss man vorne, in der Mitte und hinten tauschen. Ich kann nicht dir vorne die Bremse reparieren und sag, die Bremse ist repariert. Das gilt dann nicht als repariert. Und dann fährt sie los, hat einen Unfall, das ist ja das Problem. Aber alles scheißegal. Können sie ja alles machen, die können alle selber basteln. Aber dann fährt sie los und sagt, ich habe gerade die Bremse machen lassen. Oder hat sie einen Unfall. Man steht da wie ein Idiot oder so, geht nicht. So, der Bogen muss auch neu. Hier ist total verrostet. Geht noch nicht mal mehr hier die Teflonhülle vom Zug ab. Kannst du vergessen. Das muss auch alles neu. Ich freue mich natürlich auch, eine neue Bremse zu verbauen, weil das ist dann mal ein für alle Mal. Oder jetzt erstmal wieder ein gutes System. Ist nicht gefrickelt oder so, sondern ist halt neu und neu ist gut und wichtig. Aber den Bremsbelag bitte auch wechseln, ne? Also bitte, bitte, bitte. Er so aussieht. Die Felge ist auch durch. Heutzutage muss man zum Bremshebel tauschen nicht mehr. Alle demontieren. Einfach eine Schelle drum und gut, finde ich gut, finde ich genial. Bogen habe ich, Bremshebel habe ich, Schutzfolie entfernen.
Fertig, funktioniert. Alles, einmal frei. Wunderbar. Jetzt mache ich die Rechnung dafür und dann. Ne? Ich habe jetzt schon angefangen, den Freilaufkörper abzubauen. Vergessen, die Kamera einzuschalten, aber naja, ist ja eigentlich auch, wie es funktioniert. Stell sie mal da hin. Ich habe die Achse ausgebaut. Jetzt gehe ich hier mit einem Inbusschlüssel rein und drehe den Freilaufkörper ab. Die Unterlegscheibe. Ja, das ist jetzt Schrott. Mit diesem defekten Freilaufkörper. Und ich hoffe, dass es dasselbe System ist, dieselbe Aufnahme hier hinten. Dieser Stern. Wir werden es sehen. Ja, die Karte ist wieder mal ausgefallen, aber das ist ja klar, das ist ja die alte Karte. Jetzt habe ich den Freilaufkörper umgebaut, jetzt die Narbe gleich noch mal ein bisschen Fett reingemacht. Jetzt habe ich eine Hülse hier ausgebohrt, diese Anschlaghülse. Muss man ja nicht wegschmeißen, kann man ja einspannen und ausbohren. Ne? Ja, kann ich die jetzt wieder verwenden. Ah, dieser der da hat hier drin gesteckt und ging nicht mehr raus. Habe ich das ein bisschen ausgebohrt und alles ist gut. Natürlich auch keiner, ist ja klar, ist ja viel zu aufwendig und dauert Zeit und ach ne. Nimmt man doch einfach neu und gut. Ja, aber wieso? Ist ja noch ernst, ist ja in Ordnung. Komm gleich. Ja, und genau das kostet halt, ne? Wenn man während der Mittagspause mal schnell herkommt. Ja? Einmal um die Ecke. Hallo? Do you mind if I use the pump? Ja, yeah, sure. Okay, thank no you. No problem. Total verbogen, ey. Wow. Schaltet in den untersten Gang. Du Steppke. Jetzt ist ja was los hier. Einer noch mal nein. Moin. Ja, bitte. Ja. Meine Lampe ist kaputt. Abgebrochen. Das Übliche. Engen Berliner Hinterhöfen. Ja. Passiert so weit. Hallo. Hallo. Hola. Hola. Excuse me. Ja. We want to rent a bike. Ja. Yeah? We wait. Wait out. That's no problem. Grazie. So, Lampe und Fahrrad. Miete. Na Wahnsinn. Dann lohnt sich's ja. Jo, wen haben wir hier, Mann? Ihr habt jetzt als Kunden. Ist ja geil. Von ein paar Skate. Skate Pros.
aus UK. Hinterrad ist krumm. Pom, pom, pom. Da hat einer richtig randaliert hier. So. Für die Kette auszutauschen, oder? Mit einer Namensschaltung? Ja, genau. Also sowas hier. Das ist eine Namensschaltung. Ja, genau. Und das Teil hier auszutauschen ist nicht so ohne, oder? Das ist halt Arbeit. Ja. Ja, viel Arbeit. Was musste, warum musste das ausgetauscht werden? Ich hab schon die Kette ewig nicht mehr wechseln lassen, denke ich. Und ich weiß nicht, die Narben sind wahrscheinlich nicht mehr so gut. Und die Kette, was ist die für ein Zustand? Nee, nützt ja nicht, den Zahnkranz auszutauschen, die Kette nicht. So. Kannst du mal gucken? Oder? Ja, ich guck. So, jetzt. Filmst du noch? Nur mal eben schnell raus. Das ist aber eine kurze Frage. Kannst du mal gucken? Komm nochmal bitte, kannst du mir mal sagen? Kannst du mir mal sagen, kommst du mal bitte? So, ich habe fertig. Gucken wir mal, ob wir die so wenig viele kriegen. Mit Leib. Mhm. Ja, ein bisschen Abkühlung wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen Luft reinigen wäre nicht schlecht. So, ja, du hustet auch schon wieder da. So überstaubt, Alter. Ja. Bin ich dein Papa? Bist doch du mein Kind? Das hast du aber nett gemacht. Das siehst du? Das ist doch schön. Hier. Hier. Warum kommt diese Betreuerin da? Hm? Die mich immer von der Kita abholt. Hm. Aber wir spielen auch ein bisschen. Na, mal gucken. Und wenn Mama kommt, dann geht sie so eher wieder nach Hause, glaube ich. Ja, lange bleibt sie nicht. Ja, nur bis Mama kommt. Wir würden uns mal kennenlernen. Letzter Auftrag für heute. Schlauchwechsel, Rennrad. Krieg die Augen heute nicht richtig auf. Glaubst du, ey? Unglaublich. Yo, 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 liebe Leute, Mann, wie spät ist denn das jetzt, ey? Zeig richtig übertrieben, richtig überzogen hier.
22:35, ich muss schnell nach oben, muss schneiden. Carsten war noch hier. Wir haben noch ein bisschen gequatscht, ein bisschen viel gequatscht. Jetzt muss ich nach oben schneiden. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann.